Hey Leute, ich freue mich sehr, euch heute das Umbauvideo des Pferdehofs von Familie Reuß zu zeigen. Ich habe sehr lange gebraucht, das hinzubekommen, nicht weil ich irgendwie viel nachgedacht hätte und ihr seht doch, das Video ist jetzt nicht extrem lang, sondern weil mein PC mich nicht hat machen lassen, wie ich das wollte. Aber letzten Endes haben wir es jetzt zum Glück trotzdem hinbekommen. Und ja, der Pferdehof sieht meiner Meinung nach viel, viel besser aus mittlerweile. Es gab so ein paar Dinge, die mich daran gestört haben und die habe ich hier mit dem Umbau verändert und habe natürlich vor allem für mehr Platz gesorgt. Denn der Hauptgrund, weshalb ich hier einen Umbau gemacht habe, ist, dass mittlerweile Luena im Haus wohnt. Die ist ja in der Unizeit bei Amelie und Moritz mit dabei gewesen und jetzt nach der Unizeit ist sie mit hier eingezogen und wohnt hier gemeinsam mit dem Rest der Familie. Und da brauchten wir einfach noch einen weiteren Raum. Da gab es einfach bisher keinen. Und ja, das ist einer der Gründe, weshalb ich hier einen großen Anbau gemacht habe, den ihr hier gerade entstehen seht, der neben der Garage entsteht, beziehungsweise im Obergeschoss sind das ja die Schlafzimmer von Amelie und Moritz gewesen. Und da bauen wir auf jeden Fall ein bisschen was dran. Ich hatte diese Hausform vorher schon mal getestet in meiner normalen Riverview-Welt, wo ich halt noch nicht gespielt habe, wo ich die ganzen Häuser gebaut habe. Und habe das dann hier nochmal neu gemacht, beziehungsweise ich habe es ehrlich gesagt mehrmals gemacht, deswegen sind gerade die ersten Teile hier des Videos sehr souverän gebaut, weil ich einfach schon wusste, was ich machen soll, weil ich das schon zwei, dreimal vorher gemacht habe, weil halt immer mal wieder das Spiel abgestürzt ist oder es nicht speichern wollte. Und deswegen musste ich das teilweise mehrmals machen, aber ja, das Endergebnis blieb ja dasselbe und so sieht es jetzt am Ende aus, so wie ihr es hier sehen werdet. Ihr werdet am Ende des Videos auch Screenshots sehen können, da könnt ihr euch das Ganze nochmal ein bisschen entspannter anschauen. Die Idee dieses Gebäudeteils ist, dass es wie so ein zweiter, ja, wie so ein zweiter Hausteil auch ist. Es gibt auch eine extra Eingangstür, wir haben eben da den Zugang zu den Schlafzimmern und den Hauptgebäudeteil, also der bisher stand, den habe ich nicht besonders angerührt, bis auf ein, zwei Änderungen, aber habe den so belassen, also was Küche, Wohnzimmer und Leons und Sophias Reich angeht. Ja, habe das halt eben separat gehalten, dass die da halt quasi so den alten Gebäudeteil behalten und auch ihre Räume und das alles weiterhin so aussieht und wir hier aber eben einen neuen, modernen Anbau haben. Ich habe teilweise aber trotzdem auch die Wandbelege beibehalten, die wir vorher auf dem Grundstück hatten, einfach damit das natürlich auch ja, sich aneinander einfügt, aber teilweise eben auch ein paar neue Sachen gemacht. Ja, wie gesagt, die Hauptänderung ist eben, dass wir jetzt ein Schlafzimmer mehr haben und wir haben auch einige Badezimmer mehr, das werdet ihr später noch sehen. Ihr seht schon, ich habe hier zum einen dieses wunderschöne Mauerwerk weiterhin verwendet, was wir schon in dem bisherigen Haus hatten. Ich habe auch diese blauen Wände weiterhin verwendet und dann später habe ich auch noch das Holz verwendet, was wir hier schon hatten. Aber das kommt erst deutlich später, weil ich eine ganze Zeit lang nicht wusste, wie ich diese eine Wand gestalten sollte. Und es gibt auch ein paar Veränderungen hier bei den Zäunen, zum Beispiel beim Poolbereich, wo ich es einfach ein bisschen vergrößert habe, weil es einfach mit dem Haus mehr Sinn macht. Also ich habe wirklich versucht, es wie eine Renovierung zu gestalten. Also nicht alles komplett abzureißen, alle Möbel zu verkaufen, sondern wirklich alles beizubehalten. Ihr seht, ich arbeite immer wieder mit dem Familieninventar, um da halt eben Objekte einzupacken und dann wieder rauszunehmen, die ich halt eben vorher schon hatte, anstatt alle Sachen neu zu kaufen. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Also ich finde es zumindest sehr cool. Ich wollte erst diese Wand komplett in diesem horizontalen Holz gestalten und dann kam ich auf die Idee, das nur im Mittelstreifen zu machen und oben und unten diese ja, diese weißen Wände, die so ein bisschen vom Holz umrandet sind, umrahmt sind, zu gestalten. Und es hat so ein bisschen was Fachwerkmäßiges, auch wenn es kein wirkliches Fachwerk ist, aber irgendwie hat es für mich was Bayerisches. Keine Ahnung, ob ich mir das einbilde. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr das findet. Diese Gestaltung einfach mit diesem vertikalen Holz in der Mitte und dann den,
dem Weißen dazwischen. Ich fand das sehr cool und sehr interessant. Habe mich voll gefreut, als mir diese Idee kam, weil ich damit so gar nicht gerechnet habe. Fand das auf jeden Fall sehr cool. Das ist eben Teil des Gebäudes jetzt, dieses neuen Gebäudes, was auch so ein bisschen zeigt, dass es ein neues Gebäude ist, dass da eben halt auch neue Gestaltungselemente vorkommen. Statt der zwei breiten Fenster mit diesen Fensterläden haben wir jetzt eben ein paar andere Fenster, die halt von der Größe her besser dazu passen. Hier haben wir eine schöne große Eingangstür in den Innenhof und dann haben wir eben vorne halt auch noch eine kleinere Eingangstür. Das heißt, man kann sowohl eben von vorne neben der Garage in dieses Gebäude reinkommen oder eben von innen, vom Innenhof her, kann man da auch gemütlich reingehen. Und hier ist die einzige wirkliche Änderung an dem Hauptgebäudeteil, die ich gemacht habe. Mich hat schon immer gestört, dass wir da unten im Erdgeschoss kein Badezimmer hatten und dass die Sims immer nach oben in das Obergeschoss mussten dafür. Und deswegen habe ich da einfach so eine kleine, so einen kleinen Anbau gemacht im Erdgeschoss. Und oben hatte ich sehr lange überlegt, wie ich das da hinbekommen soll, weil ich sonst irgendwie mit dem Dach Probleme gegeben hätte und so weiter. Und habe dann stattdessen einfach einen kleinen Balkon dorthin gemacht, der so ein privater Balkon von Sophia und Leon ist. Und das passt sehr gut alles zusammen, dass da so eine kleine Erweiterung entstanden ist. Und da seht ihr auch schon, haben wir dieses kleine Badezimmer. Da ist wirklich nur eine Toilette und ein Waschbecken drin. Ist halt wirklich nur dafür gedacht, dass wenn irgendwie ein Sim auf Toilette muss, dass er da hingehen kann und nicht eben nach oben gehen muss. Weil gerade auch für Senioren ist das, glaube ich, ganz gut. Die müssen ja öfters auf Toilette, zumindest Leon. Sophia habe ich ja, glaube ich, irgendwann so eine Lebenszeitbelohnung gegeben, dass sie nicht mehr auf Toilette muss. Oder, also ich weiß gar nicht, ob sie nie wieder auf Toilette gehen muss, aber auf jeden Fall geht sie extrem selten auf Toilette, wenn überhaupt. Und für Leon ist das aber, denke ich mal, ganz gut, dass er auch im Erdgeschoss auf Toilette gehen kann und auch für andere Sims. Und allgemein ist das sowieso ganz gut. Wir sind mittlerweile 7 Sims in dem Haushalt. Mia wird ja auch bald älter. Dann sind wir tatsächlich 7 Sims, die ein Badezimmer brauchen. Da sind 5 Toiletten schon ganz gut in dem Haus. Gerade auch, weil es größer ist und weil man teilweise ein bisschen längere Wege läuft, bis man im Badezimmer ist. Das war schon eine ganz gute Idee. Und diese kleine Terrasse hier beim Eingangsbereich habe ich da nochmal ein bisschen vergrößert, weil es mich auch immer gestört hat, dass die nicht so wirklich einen Sinn hatte, dass sie da einfach nur war, aber leer war und da irgendwie man da nie einen Grund hatte, da hinzugehen. Deswegen habe ich da die schöne Tischtennisplatte hingepackt, sodass man da auf jeden Fall auch einen Grund hat, dort mal auf dieser Terrasse zu sein. Und eine weitere große Änderung ist hier der zweite Gebäudeteil, nämlich die Scheune, das Gewächshaus und der Partyraum. Der Partyraum verschwindet komplett, zumindest von dieser Stelle. Der entsteht dann später an einer anderen Stelle. Dafür wird die Scheune vergrößert und das Gewächshaus wird auch ein bisschen vergrößert, hauptsächlich aus ästhetischen Gründen. Die hätte eigentlich nicht unbedingt größer werden müssen, das Gewächshaus, aber ich habe es einfach trotzdem größer gemacht. Und ihr seht, dass ich tatsächlich sogar Sachen wie diese kleinen Zäune und eine Säule und sowas beibehalten habe, um es später nochmal verwenden zu können. Also ich war da wirklich so richtig drin bei dieser ganzen Renovierungssache. Ihr seht auch, wie ich die ganze Zeit immer wieder Möbel ins Familieninventar packe, um die alle später zu verwenden. Und den Großteil haben wir auch später wieder verwendet. Ein paar Sachen habe ich verkauft, weil wir sie doch nicht mehr brauchten. Und ein paar Sachen sind auch einfach immer noch im Familieninventar. Je nachdem, wie das Ganze so gepasst hat und ob wir das Ganze dann auch wiederverwenden. Ich mag das. Ich finde, das hat gerade etwas Nostalgisches irgendwie nochmal zu sehen, von wegen so, ach, das hatten wir damals schon verwendet und das haben wir doch schon so lange und ich finde das sehr cool. Und hier seht ihr, vergrößern wir gerade die Scheune. Die wird in Richtung des ehemaligen Partybereichs ausgebaut, sodass hier am Ende 4 Pferdeställe reinpassen. Es war ja immer ziemlich nervig, die Pferde da an die Stelle zu bekommen, wo sie dann auch schlafen sollen. Und dann wollten sie da meistens nicht schlafen. Und jetzt haben wir dann 4 tatsächliche Pferdeställe. Das heißt, wir können die Pferde da reinschicken, die können da schlafen, futtern, pieseln. Was auch immer, das ist wesentlich angenehmer fürs Gameplay und die Scheune ist dadurch größer geworden und ich habe natürlich trotzdem versucht, sie einigermaßen gut aussehen zu lassen, auch wenn sie irgendwie mehr jetzt so ein Würfel geworden ist und eigentlich eine Scheune normalerweise eher so ein bisschen länglicher ist, aber sie ist doch ein bisschen länglich.
und ich hoffe, das sieht einigermaßen okay aus. Wir haben ja ein schönes Schrägdach gestaltet mit Constraint for Elevation. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, habe ich ein Tutorial dazu gemacht. Ich glaube, das findet man, wenn man bei meinem Kanal nach Schrägdächer sucht. Ich denke schon. Und ja, ansonsten aber die Ästhetik der Scheune beibehalten, so wie sie vorher auch schon aussah. Nur halt eben quasi um 90 Grad gedreht. Vorher hatten wir ja das Eingangstor in Richtung des Innenhofs. Jetzt haben wir es in Richtung dieses, ja, kleinen Zwischenbereichs, würde ich es nennen. Es ist ja wie so ein kleiner Bereich zwischen den Koppeln, zwischen dem Pferdestall. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, da ist halt jetzt eben das Tor, da kommt man raus. Und das macht meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Sinn, dann müssen die Pferde auch nicht einmal um den ganzen Stall rumlaufen, um nach drinnen zu kommen, sondern sind da auch schneller drin. Also ja, wie gesagt, ich finde, das sind allesamt nur Änderungen, die besser sind, die sich verbessert haben, die mir auf jeden Fall mehr gefallen. Und hier seht ihr, packen wir dann die weiteren Pferdeställe rein, dass hier jeder seinen Platz hat. Wir haben insgesamt 4. Erstens mal, weil es vom Platz her so passt. Und zweitens, vielleicht holen wir ja irgendwann nochmal ein weiteres Pferd dazu. Oder irgendeins unserer Pferde wird mal wieder schwanger. Mal sehen. Aktuell ist es nicht geplant, aber wir bleiben ja bestimmt noch eine ganze Weile auf diesem Grundstück hier. Ihr habt ja vielleicht schon bemerkt, dass ich mit Amelie nicht ausziehen möchte, sondern hier weiterhin wohnen möchte. Das heißt, wir werden erstmal nicht umziehen, wir werden hier weiterhin auf diesem Grundstück bleiben und das macht natürlich auch Sinn, wenn ich hier gerade erst alles renoviert habe, dass ich hier nicht direkt wieder ausziehen möchte. Deswegen umso besser, dass wir jetzt auch viele neue Räume haben und hier auch Ausbaumöglichkeiten für die Pferde zum Beispiel haben und auch für das Gewächshaus, dass wir einfach auch für die Zukunft mehr Möglichkeiten haben, hier die Räume sinnvoll zu nutzen. Und ja, ansonsten, ihr seht schon, der Stall von der Gestaltung her eigentlich gleich. Die Wände sind gleich geblieben. Die Pferdeställe sind mehr geworden, aber sehen an sich genau gleich aus. Ich habe hier einfach wiederverwertet, was es gibt. Also von der Optik her nicht wirklich großartig was anderes. Genau das finde ich halt gerade cool bei Renovierungen, wenn man eigentlich Sachen einigermaßen beibehält, aber trotzdem verbessert, wenn es irgendwie Sinn macht. Und ja, deswegen habe ich das hier so gemacht. Ja, und ich habe auch bei dem anderen Teil des Gebäudes, also beim Gewächshaus, da hatten wir vorher diese kleine Zwischenetage. Durch die Scheune war das irgendwie notwendig oder keine Ahnung, wieso ich es gemacht habe. Jedenfalls habe ich das diesmal belassen und habe da einfach nur die eine Etage vom Gewächshaus und darüber eben dann die Glasdachelemente. Falls ihr euch übrigens fragt, woher die sind aus dem Sims 3 Store. Die kommen mit dem Gebäude, das, ich glaube, Steinwurf-Gewächshaus, so heißt das. Und da gibt es zum einen die Fenster, die ich da verwendet habe, und zum anderen eben diese Dachelemente, die auch Teil dieses Gebäudes sind. Und ich finde die beide sehr, sehr schön. Und ich meine, da gibt es auch diese Gartenstation, wie auch immer man das nennen möchte, die hier in der Mitte des Raumes steht, die auch sehr hilft, wenn man gerne gärtnert mit seinen Sims. Und noch ein paar weitere tolle Sachen. Also ist auf jeden Fall ein cooles Store-Set. Wenn ihr gerne gärtnet mit euren Sims, kann ich es nur empfehlen. Und da kommt, wie gesagt, unter anderem dieses schöne Dachset, das aus mehreren Elementen besteht. Ja, und hier habe ich halt einfach hauptsächlich ein paar Sachen verschoben. Unser Garten ist ja bisher noch nicht so ausgebildet. Da könnte man auf jeden Fall noch einige Dinge machen. Ich habe das teilweise auch einfach ein bisschen freigelassen, weil ich nicht wusste, was ich da jetzt sonst noch machen soll. Vielleicht können wir da einfach auch noch später ein bisschen mehr gärtnern. Wobei Moritz ja bald ausziehen wird und ich weiß nicht, wer sich dann noch um die Pflanzen so wirklich kümmern wird. Da müssen wir einfach mal schauen. Deswegen möchte ich erstmal den Garten nicht vergrößern. Nicht, dass das dann komplett verwahrlost und kein Sim sich mehr darum kümmert. Das wäre natürlich tragisch. Ja, deswegen habe ich bisher hauptsächlich die Sachen ein bisschen verschoben, dass sie ein bisschen mehr Sinn machen. Wir auf jeden Fall auch noch weiterhin Platz haben, um hier das Ganze ein bisschen auszubauen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir hier in das Gewächshaus packen können, dann sagt Bescheid. Würde ich auf jeden Fall gerne die ganzen Ideen annehmen. Die Grillecke hatten wir vorhin in dem Teil, wo jetzt ein Haus steht. Das heißt, die braucht auf jeden Fall auch einen neuen Ort und ist jetzt hier vor dieser schönen Stein-Efeu-Wand platziert worden. Dort haben wir auch direkt den Tisch. Das heißt, der Hof ist weniger so ein Hof, wo dann auch die Pferde durchrennen sollen und so weiter, sondern ist schon ein bisschen gemeinschaftlicher, familiärer geworden, auch für die Sims, dass sie hier auch einen Platz haben, wo sie gemütlich sitzen können. Und in der nächsten Folge Familie Reuss, die ihr sehen werdet, werden wir diese Ecke hier auch
sehr gern nutzen. Das heißt, da könnt ihr gern reinschauen. Allgemein könnt ihr da gern reinschauen, wenn ihr sehen möchtet, wie dieses Grundstück in Aktion aussieht, wie es sich darin so spielt. Könnt ihr da gern ab der nächsten Folge Familie Reuss reinschauen, beziehungsweise ja, bei den vorherigen Folgen hat man das Haus ja auch gesehen, aber halt eben noch im nicht umgebauten Zustand. Das verlinke ich euch auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung. Genauso wie ich euch natürlich auch den Download-Link für dieses Haus in die Videobeschreibung packe. Denn die umgebaute Version des Pferdehofs könnt ihr gerne herunterladen, wenn ihr es möchtet. Denn ich habe hier doch einige Änderungen vorgenommen, die ich dann gern mit euch teilen wollte. Und hier packen wir diese süße Lichterkette hin, weil ich mag die. Ich liebe diese Lichterketten. Ich möchte die am liebsten immer und überall verwenden. Ich bin allgemein ein Lichterketten-Fan. Und das, obwohl ich noch gar keine Lichterkette in meiner Wohnung habe. Ich möchte eine haben. Ich weiß sogar schon, wo ich sie hinhaben möchte. Ich brauche nur noch eine. Hier haben wir jetzt den neuen Ort des Partyraums. Der ist hier im Erdgeschoss des neuen Anbauteils, direkt beim Pool. Und direkt auch draußen, also direkt in der Nähe von dem Grillbereich draußen, ist, denke ich mal, der perfekte Ort für den neuen Partybereich. Wir haben hier weiterhin natürlich unsere Bar. Wir haben diese wunderschönen Laternenlichter. Ich liebe die. Auch, dass ich die alle schon in passender Farbe eingefärbt habe. Also, dass die halt in der passenden Farbe leuchten. Das ist super cool. Das gibt einfach so einen tollen Effekt in den Raum. Ich bin da sehr froh darüber, dass ich die auch behalten habe. Und ich finde, der Partyraum sieht auf jeden Fall später richtig cool aus. Mir gefällt der besser als der vorherige, weil er nochmal ein bisschen gemütlicher wirkt. Allgemein, wie gesagt, ich finde jede Änderung, die ich hier gemacht habe, besser als es vorher war. Deswegen wiederhole ich mich da wohl ein bisschen. Aber mir gefällt es einfach auch echt alles ganz gut. Und hier sind wir jetzt gesprungen, denn ich habe erstmal nur so ein bisschen angefangen, diesen Partyraum zu machen. Der wird später noch ein bisschen mehr gestaltet. Jetzt sind wir erstmal dabei, die ganzen Möbel aus Mias Kinderzimmer zu holen und sie in ihr neues Kinderzimmer zu packen. Denn wir haben ein paar neue Schlafzimmer hier und das kleinste davon bekommt Mia, denn sie ist halt noch ein Kind und dann bekommt sie das kleinste Zimmer. So ist das eben, wenn man ein Kind ist, da muss man eben mit den kleinsten Räumen arbeiten. Und ich habe da ziemlich wenig neu gekauft, wenn überhaupt, sondern habe da wie immer auch einfach nur die Möbelstücke beibehalten und sie einfach neu platziert und da den Raum halt quasi einfach anders genutzt. Deswegen, ich weiß gar nicht genau, wie spannend das für euch ist, weil ich einfach keine neuen Möbel nutze, nichts einfärbe oder nur relativ wenig einfärbe, sondern hauptsächlich wirklich gestalte, einrichte, verschiebe, platziere. Keine Ahnung, ist einfach meine andere Art des Hausbauvideos quasi. Es ist ja gar kein richtiges Hausbauvideo, es ist ja eher ein Renovierungsvideo. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dieses Video nennen werde. Ist einfach mal was anderes. Wie findet ihr das denn, dass ich hier statt immer neue Möbel zu kaufen, einfach die alten verwendet habe und die neu platziert habe? Ich finde es persönlich sehr cool. Ich liebe das ja, so realistische Dinge zu machen, weil wenn man halt irgendwie sein Haus ausbauen möchte, dann verkauft man nicht alle Möbel und kauft dann komplett neue, sondern wenn die halt noch gut sind, dann behält man die und packt die, weiß ich nicht, in irgendeine Garage. Und bis man die halt irgendwie an dem neuen Ort nutzen kann. Deswegen, ich mag sowas super gerne. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung sagen, wie ihr das findet. Oder ob ihr gesagt habt, so, boah, nee, die alten Möbel hängen mir schon lange zum Hals raus. Hätte ich lieber neue kaufen sollen. Ist ja vollkommen legitim. Ihr könnt ja eure Meinung gerne äußern. Und natürlich hat sie auch noch eine schöne, leuchtend gelbe Wand bekommen. Denn gelb ist Mias Lieblingsfarbe. Und ansonsten habe ich die Wände so belassen, weil auch das meiner Meinung nach zu einer Renovierung dazu gehört. Ihr seht schon, ich rechtfertige das alles damit, dass das hier eine Renovierung ist. Und nicht irgendwie mit Faulheit. Nein, ich bin nicht faul. Hier haben wir jetzt Amelies neues Zimmer, beziehungsweise Amelie und Travis neues Zimmer, wobei ich glaube, Travis nicht so viel Einfluss bei der Gestaltung dieses Zimmers hatte, sondern das hauptsächlich einfach Amelies Zimmer ist. Oh, okay, wir sind wieder gesprungen. Ich habe nur das Bett platziert, um einfach schon mal zu festzulegen, dass das Amelies Zimmer ist. Und jetzt gestalten wir Mias ehemaliges Kinderzimmer wieder in den Fitnessraum um. Zu Beginn dieses Pferdhofs, also als wir halt gerade eingezogen sind, war das hier auch ein Fitnessraum und ich habe versucht, ihn so einigermaßen wiederherzustellen, wie er vorher war. Sonderlich viel war da halt nicht, eben die Trainingsgeräte, und jetzt haben wir halt eben wieder
einen eigenen Fitnessraum. Ach, ist das nicht schön? Müssen wir nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, sondern können einfach in unseren Fitnessraum schauen. Ja, und jetzt wird Amelies Raum weitergestaltet. Auch da habe ich natürlich wieder die Möbel weiterverwendet, die wir hier eben schon vorher hatten. Und einfach nur neu platziert, neu gestaltet. Und ich mag auch hier Amelies jetzigen Raum mehr als den vorherigen. Das ist super lustig. Ich habe einfach die gleichen Möbel wiederverwendet und trotzdem mag ich es jetzt, so wie ich es jetzt gestaltet habe, mehr als vorher. Ich habe keine Ahnung warum. Aber vielleicht ist einfach auch neu immer besser. Das kann natürlich sein. Ich habe auf jeden Fall versucht, dass der Raum ein bisschen erwachsener wirkt. Klar, wir haben Rosa und Rosa wird bei vielen Leuten mit Mädchen assoziiert und eben halt nicht mit erwachsener Frau. Aber es ist Amelies Lieblingsfarbe und Farben sollten unabhängig vom Alter sein. Deswegen lasse ich ihren Raum auch weiterhin rosa. Aber sie hat immerhin keine rosafarbenen Wände mehr. Das war eigentlich auch ganz cool, sondern sie kombiniert ja die Farbe rosa mit so einer Mintfarbe. Hier sind wir jetzt im Moritz-Zimmer und er hat natürlich den Fokus auf den ganzen Tieren, die er besitzt. Das heißt, wir haben hier ein paar Terrarien drin und wir haben hier diese schöne Tischecke im Raum, wo zum einen so ein cooles Dinosaurier-Skelett steht. Das ist von Nacho. Der kann ja immer diese besonderen Dingsies sammeln und wenn man da genug Teile hat, kann man da was zusammenbasteln. Manchmal ist es halt ein Skelett und bei manchen ist es halt ein Hydrant. Und da hatte ich zufälligerweise gerade im Familieninventar so ein Dinosaurier-Skelett und dachte mir, hey, also Moritz hätte das doch bestimmt gerne in seinem Raum und habe das da platziert. Genau. Das war's so. Ihr seht mich immer wieder zwischendrin so ein paar Objekte an irgendeinen Raum packen und das liegt einfach daran, dass mir dann plötzlich irgendein Objekt aufgefallen ist. Und ihr seht schon, die Wände bei Amelie und Moritz sehen ein bisschen anders aus. Ich habe deren ganzen persönliche Objekte, die ich in deren jeweilige Inventare gepackt habe, einfach wieder in den Räumen platziert, habe die Regale gefüllt, habe die Wände behangen und dadurch sieht es direkt ein ganzes Stück persönlicher aus. Und die Sachen werden tatsächlich auch alle in dem Haus hängen, wenn ihr es runterladen könnt. Einfach dadurch, dass das halt eben die Version ist, die ich fertig gestaltet habe. Ihr könnt die natürlich auch alle löschen und dann von euren eigenen Sims die ganzen Objekte reinpacken. Ich werde auch den Haushalt von Familie Reuss hochladen, aber noch nicht in der jetzigen Version, sondern ein bisschen später, weil der Haushalt aktuell sowieso ein bisschen groß ist. Ich werde da warten, bis ein paar Sims ausgezogen sind. Das sollte in einigen Folgen der Fall sein und dann werde ich auch den Haushalt hochladen, nur falls ihr euch das fragt. Hier sind wir gerade in Luenas Raum angekommen. Ihre Lieblingsfarbe ist grün, deswegen habe ich auch ein bisschen grün einfließen lassen. Und erst dachte ich, ich gestalte den Raum so ein bisschen in die Richtung, wie auch Mikas und Mayas Haus ist. Also sehr zusammengewürfelt, sehr bunt, sehr viele Sinneseindrücke. Aber dann dachte ich mir, nein, Luena ist ja anders als ihre Eltern. So, sie ist ja nicht gleich. Sie hat ja ihren eigenen Stil und ich habe dann doch eher so doch ein bisschen helleren, ordentlicheren, moderneren Stil gewählt. Gerade eben bei der Kommode und bei dem Bett sieht man das. Aber gleichzeitig hat sie auch diese wunderschönen Nachttische. Das sind, glaube ich, meine Lieblingsnachttische. Ich finde die so schön. Und vielleicht habe ich auch so ein bisschen meinen Raum gestaltet. Vielleicht habe ich so ein bisschen meine Lieblingsobjekte verwendet. Wer weiß. kann mir da irgendwie das jemand übel nehmen? Nein, finde ich nicht. Dann haben wir dieses wunderschöne Bücherregal. Also ihr seht, wir haben helles Holz, wir haben weiß und grün. Und ansonsten ein bisschen dunkles Holz auch noch durch die Nachttische und durch diesen einen Sessel. Und dann haben wir noch diesen schönen gelben Vorhang, den vorher... Ich glaube, den hatte vorher Mia in ihrem Zimmer, ja. Den hat jetzt Luena bekommen, aber ich finde, der ist halt auch echt schön, dieser Vorhang. Und der passt halt eben zu dem Fenster. Genau, und so sieht ihr Zimmer aus. Relativ ordentlich und aufgeräumt eigentlich. Natürlich bekommt auch sie später noch ein paar von ihren persönlichen Objekten hinzu. Dann später, wenn ich da halt hingewechselt bin und das gemacht habe. Aber ja, mir gefällt ihr Raum auf jeden Fall sehr gut. Ich finde, der sieht
echt schick aus. Ach ja, und dann hat sie noch diesen schicken Schreibtisch bekommen. Auch da wieder mit dunklem Holz. Also ihr seht, dunkles und helles Holz gemischt in dem Raum. Ich finde das sehr cool. Und da haben wir hier halt eben auch zum Beispiel diesen alten Stuhl, den Julian damals an seinem Schreibtisch hatte. Das ist ja ursprünglich Julians Schreibtisch gewesen, den Moritz auch zwischenzeitlich hatte, aber dann hatte er einen anderen Schreibtischstuhl dran. Und ja, jetzt sind wir wieder im Partyraum angekommen, gestalten den weiter. Ich habe mich hier dafür entschieden, nicht den Holzboden zu verwenden, den ich im Großteil des Gebäudes habe, sondern habe hier schicken Steinboden gewählt. Wir sind hier im Erdgeschoss. Draußen beim Pool haben wir ja auch Steinboden und ich dachte, das ist ganz cool, gerade auch für so einen Partyraum hier, der nicht so super gemütlich und heimelig sein muss wie so ein Wohnbereich, sondern es ist halt ein Partyraum. Da kann man auch mal schön Stein hier hin machen. Und ja, hier seht ihr einige Objekte, die ich in dem vorherigen Partybereich hatte, findet ihr hier wieder. Wir haben zum einen die Karaoke-Maschine, wir haben auch die Sitzgelegenheiten und wir haben das Klavier von Amelie, also was halt sie immer benutzt. Das haben wir hier auch, ist denke ich mal auch ein ganz cooler Ort dafür, dass sie dann vielleicht auch bei einer Party irgendwie ein bisschen Klavier spielen kann, fand ich ganz cool. Und Cookie hat hier sein neues Zuhause gefunden. Ich fand das eigentlich ganz cool, da hat er ein bisschen mehr Platz und vielleicht, wenn Partys sind, freut er sich, kann da irgendwie mit den anderen Sims irgendwie interagieren. Fände ich irgendwie ganz, ganz knuffig. Dann ist er nicht so abgelegen in einem Flur, wo eh selten jemand ist, sondern ist halt hier im Partybereich. Dann kann ich hier ein bisschen rumfliegen. Ich finde das einen richtig coolen Ort für Cookie. Ja, ansonsten haben wir auch wieder diese schönen Lampen, diese Teelichtlampen, die von der Decke hängen, die ich ja auch sehr liebe. Das heißt, wir haben hier hauptsächlich diese, oh Gott, wie heißen die? Ja, einmal diese bunten Lichter, die ich da von der Wand hängen hatte und von der Decke eben noch diese anderen Lichter. Also alles halt eben so, wie früher auch der Partyraum gestaltet ist, nur halt in einem neuen Raum und dadurch ganz anders und wie gesagt, wie ich finde, besser. Und hier haben wir im Erdgeschoss noch ein Badezimmer, auch wieder nur so ein halbes Badezimmer. Erst hatte ich hier noch eine Dusche reinplatziert und dann ist mir aufgefallen, dass wir im Obergeschoss noch ein vollständiges Badezimmer haben werden. Das heißt, hier brauchten wir noch kein weiteres, hier haben wir erstmal nur eine Toilette und ein Waschbecken und ein bisschen Dekokrams. Ihr seht, hier bin ich erstmal noch dabei, die Dusche zu platzieren. Die gestalte ich auch gleich noch und dann lösche ich sie wieder. Also ein bisschen unnötiger Gestaltungsaufwand für die Dusche. Aber hey, ihr seht auch, ich habe so ziemlich alles dann auch irgendwie verwendet. Selbst das Waschbecken, was wir vorher in diesem Vorraum des Partyraums haben, ist jetzt hier hingekommen. Nur dieses Alles-in-Eins-Badezimmer, das habe ich zum Beispiel gelöscht, weil das brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben hier jetzt richtige Badezimmer. Ja, genau. Und auch die Lichterketten da bei den Fenstern finde ich wirklich toll. Ich weiß gar nicht, wann ich das mache. Ich glaube, das mache ich jetzt irgendwie gleich. Haben wir da jetzt auch dann diese Glasfenster oder zwei der Glasfenster durch eine Glastür ersetzt, die direkt in den Poolbereich führt. Das ist, denke ich mal, auch ganz praktisch. Das heißt, eigentlich haben wir drei Türen in diesem Partyraum, nämlich einmal nach vorne in Richtung der Garagen, einmal zur Seite in Richtung Innenhof und einmal eben nach vorne in Richtung Pool. Das finde ich sehr lustig. Aber ja, dadurch kann man halt überall hin. Und es ist, wie gesagt, ein Partyraum. Ich denke mal, das ist ganz cool, dass der so viele Zugänge hat, dass man davon überall hinkommen kann. Und gerade, wenn man irgendwie eine Poolparty schmeißt oder sowas, oder allgemein, wenn man irgendwie im Sommer eine Party schmeißt, ist das, denke ich mal, ganz cool, auch relativ schnell in den Partyraum gehen zu können. Und hier seht ihr jetzt auch schon die ganzen Sachen, die wir bei Luena im Zimmer haben, die ich da auch gestaltet habe. Also die ich da halt auch platziert habe, damit auch ihr Raum noch ein bisschen persönlicher wird. Hier im Flur packen wir dann wieder eine Staffelei hin, wobei Amelie auch ihre eigene Staffelei im Raum hat, aber hier hat sie halt noch eine zweite oder vielleicht kann auch jemand anders hier so ein bisschen malen, wenn er sie möchte. Das ist, denke ich mal, auch ganz cool. Und für die neuen Tierchen von Moritz, die er von der Unizeit mitgebracht hat, haben wir hier auch zwei neue Terrarien, ein Schlangen- und ein Echsenterrarium, die hier im Flur stehen. Die hatten ja bei ihm im Raum keinen Platz mehr, genauso wie das Aquarium. Dadurch, dass er einfach jetzt einen kleineren Raum hat, müssen wir ein paar der Tierchen nach draußen verlagern. Ist, denke ich mal, aber kein Problem. Er wird sich trotzdem genauso um sie kümmern. Und ich glaube auch nicht, dass das so ein großes Problem für Moritz ist, dass er jetzt halt einfach einen kleineren Raum hat.
So, jetzt sind wir bei den Badezimmern angekommen. Also bei dem großen Badezimmer jedenfalls. Das große Familienbadezimmer. Wir hatten ja schon eins von Sophia und Leon. Also was halt nur über deren Schlafzimmer zugänglich ist. Dann hatten wir noch neben Mias ehemaligem Schlafzimmer bzw. dem jetzigen Fitnessraum ein weiteres Badezimmer. Das wurde meistens verwendet. Und jetzt haben wir halt hier noch ein sehr großes Badezimmer, das in der Nähe der neuen Schlafzimmer ist, also von Luenas, Moritz und Amelies und Travis Schlafzimmer und auch einigermaßen in der Nähe von Mias Schlafzimmer, das hier also alle nutzen können. Wird, denke ich mal, von Sophia und Leon eher weniger verwendet, aber dafür halt von den jüngeren Generationen. Und das habe ich erst so ein bisschen in Grau und Gelb gestalten wollen, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Deswegen habe ich dann doch eher Grau und Rosa als Farbschema gewählt. Gerade auch Amelies Lieblingsfarbe ist ja sowieso rosa, da macht das auch irgendwie Sinn, dass sie da vielleicht auch so ein bisschen rosa noch mit einbringen wollte. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ist auf jeden Fall eher dezent, was rosa angeht. Also nicht irgendwie zu übertrieben. Ja, und dann haben wir hier diesen wunderschönen großen Waschtisch mit zwei Waschbecken, die da halt eben diese etwas eigenartige Ecke ausfüllen. Also wir haben hier teilweise sehr interessante Raumformen, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Allein auch Amelies Zimmer ist ein Fünfeck. Und das war sehr interessant, das zu gestalten. Dann haben wir hier dieses Badezimmer, was irgendwie aus zwei ineinander geschobenen Vierecken besteht, was sehr interessant war. Dann haben wir hier aber eine wunderschöne Eckbadewanne. Wir hatten hier Platz für diese coole Eckbadewanne, was mich sehr gefreut hat. Und ja, haben hier aber natürlich noch zusätzlich eine Dusche, für den Fall, dass man halt nicht so viel Zeit hat, um baden zu gehen. Das ist, denke ich, auch immer ganz wichtig. Ja, und dann haben wir auch diesen coolen Schrank neben der Badewanne, der, ja, den ich eigentlich sonst meistens bei Wellness-Centern und sowas verwende, aber ja, der hatte halt hier am besten hingepasst und hat den Raum perfekt ausgefüllt, deswegen habe ich den verwendet. Und ja, hier seht ihr schon die ganzen rosafarbenen Elemente im Raum, die trotzdem, denke ich, relativ dezent sind. Weil den Rest des Raumes habe ich halt relativ dezent gestaltet. Mit Grautönen, mit Weiß und auch mit Beige teilweise. Und das Holz ist ja auch relativ hell. Also ist es doch ein relativ freundlicher und heller Raum geworden. Ich versuche ja in einem Haus meistens immer unterschiedliche Badezimmer zu haben, dass die nicht alle gleich aussehen. Und deswegen finde ich es ganz cool, wie dieses Badezimmer geworden ist. Wir haben ein eher dunkler gestaltetes mit Grün und sehr dunklen Farbtönen. Wir haben eins eher mit Türkis und Blautönen. Dann haben wir hier dieses rosa-grau-farbene, schon sehr dezente Badezimmer. Und dann haben wir noch die zwei halben Badezimmer, die auch noch mal ein bisschen anders gestaltet sind. Vielleicht habt ihr es ab und an mal gesehen, dass da so ein Baum mitten in das Badezimmer reinragt von draußen. Der ist außerhalb des Grundstücks und ich habe schon mehrmals vorher probiert, den zu verschieben. Da kann man ja einfach bei Optionen zu Stadt bearbeiten gehen und dann gibt es da dieses eine Tool, wo man zum Beispiel die Bäume in der Welt verschieben kann oder auch neue platzieren kann. Das habe ich dann mehrmals gemacht, nur das hatte dann bis dahin dann einfach nicht gespeichert. Das mache ich aber auf jeden Fall am Ende meines Umbaus und schiebe den Baum einfach ein bisschen zur anderen Seite in Richtung dieses Pferdereitplatz, Grundstücks. Und ist da kein Problem, aber falls ihr euch da wundert, so, ja, da hängt ein Ast ins Badezimmer rein, das ändert sich einfach noch. Hier sind wir jetzt beim letzten Raum angekommen, wir sind im Badezimmer, im Erdgeschoss, hier bei der Küche, beim Wohnbereich, ein Raum, den ich mir seit Beginn dieses Pferdehofs gewünscht habe, seit Folge 500 quasi, und ja, der ist sehr blau gestaltet, die Wände mit blauen Fliesen, mit diesen coolen Wellen obendrauf und dazu eben mit hellen Fliesen, um da ein bisschen Kontrast zu geben, dass halt nicht alles so extrem blau ist, wobei die Wände schon ein bisschen sehr intensiv sind. Aber hey, manchmal muss man auch ein bisschen Mut zur Farbe haben. Und ihr seht schon, dass da ein Katzenklo im Raum ist. Dazu sage ich nur, schaut euch die nächste Folge Familie Reuss an. Und ja, ansonsten haben wir halt noch ein Klo, ein Waschbecken,
alles, was man braucht hier im Erdgeschoss für die Sims. Genau, dass sie da auf Toilette gehen können. Jetzt gestalten wir noch ein bisschen was im Außenbereich hier. Der Hühnerstall bekommt hier seinen eigenen kleinen Bereich vorne vor dem Gebäude. Ich fand den immer ein bisschen verloren da bei den ganzen Pferdesachen. Und wir haben hier vorne ja so viel Platz. Vorher standen da einfach zwei von diesen Autostellplätzen rum. Aber wir haben ja nur zwei Autos, die immer in der Garage stehen. Das heißt, sowas brauchen wir eigentlich nicht. Deswegen habe ich das da angepackt. Und worüber ich mich auch sehr freue, dass Nacho hier ein kleines Hundekörbchen im Pferdestall bekommen hat. Das heißt, vor allem im Winter, wenn es kalt ist und wenn er vielleicht nicht unbedingt in der Hundehütte draußen schlafen möchte, hat er da eben ein kleines Hundekörbchen drin bei den Pferden, dass er da schlafen kann. Und ansonsten ist seine Hundehütte aber trotzdem noch am gleichen Ort, bei den Pferden in der Nähe. Nur halt eben ein bisschen verschoben. Ja, weil das da auf jeden Fall ein guter Ort ist. Nacho kommt nicht ins Haus rein. Ich habe sogar die Tür abgeschlossen, dass er gar nicht rein kann. Einfach, weil er ein großer Hund ist und er beim Gameplay einfach sehr viel versperren würde, wenn er da immer reinläuft und die Sims da Probleme haben. Man kennt ja Sims 3. Die Sims haben immer irgendwelche Routing-Probleme und das möchte ich damit vermeiden, dass Nacho eben nicht im Haus drin ist. Auch wenn es ein bisschen gemein ist, aber hey. Hier an der Seite dieses neuen angebauten Gebäudeteils gestalten wir dann noch ein bisschen mit ein paar Blümchen und solchen Dingen, damit das auch ganz lieb und gemütlich aussieht. Ja, und genau hier im Innenbereich wird auch mal ein bisschen umgeändert. Einfach um das Ganze so ein bisschen anzupassen, so der letzte Schliff. Hier sind wir jetzt dann noch auf dem Balkon von Sophia und Leon, den ich hier angebaut habe, der einfach noch ein paar Sitzmöglichkeiten bekommen hat, dass sie hier gemütlich sitzen können, auf den Hof schauen können abends oder tagsüber auch. Aber ich stelle mir das vor, dass sie hier irgendwie abends gemütlich sitzen, vielleicht irgendwie noch was trinken und da so ein bisschen schauen, wie die Pferdis vielleicht gerade irgendwie grasen und... Ja, keine Ahnung. So stelle ich mir das vor. Wir sind jetzt hier in den Screenshots angekommen. Wir sind fertig mit dem Umbau. Ab der nächsten Folge von mir raus, wie gesagt, könnt ihr sehen, wie dieses Grundstück aussieht, wie es sich darin spielt. Und ich bin sehr begeistert. Ich freue mich sehr über den Umbau. Mir gefällt alles, was ich da gemacht habe, sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare, wie ihr denn den Umbau findet, was ihr gut findet, was ihr vielleicht anders gemacht hättet, was ihr euch vielleicht noch wünschen würdet vor dem Haus. Wobei ich, ehrlich gesagt, wunschlos glücklich bin. Also bin da sehr gespannt, was ihr noch so für Ideen habt oder hattet zu dem Gebäude, zu dem Grundstück, was euch irgendwie fehlt oder was ihr vielleicht auch besonders cool fandet, was jetzt irgendwie euer neuer Lieblingsraum ist. Mir gefällt auf jeden Fall der Partyraum sehr, sehr gern, sehr gut. Mir gefällt der Raum sehr gerne, okay. Ich finde den Raum sehr toll. allein mit den bunten Lichtern. Ich liebe ja bunte Lichter und Lichterketten und solche Sachen. Und ja, hier haben wir die einzelnen Räume. Hier haben wir das Badezimmer im Erdgeschoss bei dem Partyraum. Dann sind wir hier oben. Oh, ich liebe auch diese L-förmige Treppe. Die ist klasse. Die hat natürlich vom Platz her so Sinn gemacht, deswegen haben wir die so und ist auf jeden Fall auch benutzbar, habe ich schon getestet, haben die Sims kein Problem mit. Und hier haben wir Mias neues Kinderzimmer, wobei wir das auch bald umgestalten müssen, weil sie in der nächsten Folge direkt schon ein Grundschulkind wird. Hier ist Amelies Zimmer, sieht eigentlich quasi so aus wie vorher, nur halt eben ein bisschen anders. Hier haben wir das neue Familienbadezimmer mit großer Wanne und in rosa gehalten. Dann haben wir Moritz neues Zimmer, das auch ziemlich aussieht wie vorher, nur eben in kleiner und ziemlich vollgestellt, vor allem an den Wänden und bei diesem Tischchen und sowas, also voller Kram. Luenas Zimmer, deutlich aufgeräumter und ich finde, das sieht sehr hübsch aus. Wäre auf jeden Fall auch mein Schlafzimmer der Wahl. Und hier haben wir dann das neue Badezimmer im Erdgeschoss. Und hier ist eben das neue Gewächshaus mit Moritz und hier haben wir dann noch den Stall. Ja, das war es auf jeden Fall von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaut in die Videobeschreibung, da ist auch der Download-Link zu finden. Und ab nächster Folge von mir raus, wie gesagt, werden wir in diesem Haus spielen. Und da hoffe ich, seid ihr auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Bis zum nächsten Mal.